Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender. Heute werden wir das dritte Türchen öffnen. Und auch heute Morgen werde ich euch nichts vom Pferd erzählen. Tell me nothing from the horse. Eine wunderbare Tasse, die ich gestern von Sarah Wied zugeschickt bekommen habe. Vielen Dank, Sarah. Denn das wollten die Autoren von Weihnachtswundernacht Band 5 auf keinen Fall euch irgendwas vom Pferd erzählen, sondern euch ganz wunderbare neue Perspektiven auf Weihnachten erzählen. Heute die Geschichte von Albrecht Kralle, Tante Pia. Albrecht Kralle ist 1949 in Stuttgart geboren und hat evangelische Theologie studiert, so wie ich auch. Danach hatte er verschiedene Anstellungen im In- und Ausland als Pastor und Dozent. Das blieb mir leider verwehrt. Seit 1976, dem Jahr, in dem ich Jesus das erste Mal begegnet bin, seit 1976 schreibt Albrecht Kralle Kurzgeschichten. Es folgten Romane und Kinderbücher. Albrecht Kralle wohnt mit seiner Frau in Northeim bei Göttingen und hat 4 Kinder. Und eins davon kenne ich. Haha. Und er hat also diese wunderbare Geschichte mit Tante Pia geschrieben, die ich euch jetzt vorlese. An dem Tag, als Tante Pia kam, lag Schnee in der Luft. Es hatte zwar schon geschneit, aber das war eine Woche her. Und die weiße Pracht lag grau und verklumpt an den Straßenrändern. Tante Pia hatte sich kurzfristig ein paar Tage vor Weihnachten bei uns eingeladen, um ihre Kontakte aufzufrischen. Meine Mutter war davon nicht begeistert. Aber was sollte sie machen? Überhaupt, der Name Pia, die Fromme, passt überhaupt nicht zu meiner Tante, die so gar nicht fromm war, bis auf dieses eine Mal. Es schneite dann in der Nacht so kräftig, dass der Schulbus nicht fuhr und wir am letzten Schultag zu Hause blieben. Tante Pia war begeistert. Vor dem Frühstück lief sie schon nach draußen und kam mit geröteten Wangen und nassen Schuhen zurück. »Ha!« rief sie uns zu, als sie in die Küche schaute und ihren Mantel auszog. »Es ist herrlich, einfach herrlich. Ich könnte mich nackt im Schnee wälzen.« »Vorher solltest du aber noch frühstücken«, meinte meine Mutter, die immer unter dem Zwang stand, Menschen, die übermütig wurden und abhoben, auf den Boden der Tatsachen zu stellen. »Ja, ja«, brummte Tante Pia, »du mit deinem Realitätssinn.« Aber sie ließ sich dann doch den ganz realen Kaffee und die handfesten Brötchen schmecken. »Übrigens«, sagte meine ältere Schwester, »in den Wetternachrichten haben sie eben gebracht, dass ein warmes Tiefdruckgebiet durchziehen wird und es um Weihnachten taut.« Tante Pia setzte ihre Tasse laut und klirrend ab und schimpfte: »Eine Unverschämtheit ist das. Ich glaube, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es um Weihnachten warm wird und womöglich regnet. Eine Gemeinheit. Ich fühle mich betrogen.« »Aber Pia«, meinte meine Mutter, »wem willst du denn die Schuld dafür geben? Dem Wetterdienst etwa oder dem lieben Gott?« Sie ging nicht darauf ein und sagte nur mit einem leichten, kämpferischen Unterton: »Jedenfalls, eines kann ich euch sagen. Ich werde mir Weihnachten nicht durch dieses blöde Wetter versauen lassen. Das verspreche ich euch.« Den ganzen Tag lief sie wie aufgestört herum und war dann plötzlich verschwunden. »Sie müsse noch mal in die Stadt«, sagte sie. Mein Vater war inzwischen von der Arbeit gekommen, saß im Wohnzimmer, hatte einen Becher Kaffee vor sich stehen und blätterte in der Zeitung. Meine Mutter wuselte durch die Wohnung und wir Kinder waren auf unseren Zimmern. Plötzlich hörten wir lautes Hornsignal, als ob ein Auto im Flur stünde, und hupte. »Kommt mal alle her, ich habe euch was zu sagen«, hörten wir Tante Pias laute Stimme. Mutter stand schon misstrauisch im Flur, als wir aus unseren Zimmern flitzten, und sie sah so aus, als wolle sie das Schlimmste verhindern. Zuletzt kam mein Vater, der vor sich hin brummte, in der einen Hand die Zeitung. Tante Pia räusperte sich
und hielt uns eine kleine Rede, die sie mit großen Gesten unterstrich, wobei die Autohupe in ihrer rechten Hand wie eine Waffe aussah. Meine Lieben, ich habe euch zusammengerufen, weil ich etwas mit euch vorhabe. Das habe ich schon befürchtet, meinte Mutter. Die Lage sieht folgendermaßen aus, fuhr meine Tante ungerührt fort. Draußen liegt wunderbarer, tiefer, kalter Neuschnee, über den bald der Mondschein und die Sterne leuchten werden, denn es wird eine klare Nacht. Einmalig schön, das kann ich euch versichern. Aber, und nun kommt das Traurige, diese wunderbare Schneenacht wird es zu 99% übermorgen Abend nicht mehr geben, weil es tauen wird. Wir werden also ein lächerliches, warmes, ekliges, widerliches Weihnachtsfest feiern müssen, im Regen. Wollt ihr das etwa? Nein, riefen meine Schwestern und ich im Chor. Meine Eltern sagten nichts, sondern schauten Tante Pia forschend an und ihr ins Gesicht. Zum Glück brauchen wir das auch nicht, lächelte uns Tante Pia an. Denn wir werden heute Nacht zusammen Weihnachten mitten im Wald feiern. Wir sahen uns ungläubig an. Ja, geht denn das? Fragte ich. Heiligabend ist doch erst am 24. Und alles Quatsch. Tante Pias Arm fegte meinen schüchternen Einwand beiseite und damit gleichzeitig 1,5 Jahrtausende christlicher Tradition. Diese Termine, fügte sie hinzu, hat irgend so ein Papst willkürlich festgelegt. Daran brauchen wir uns doch nicht zu halten. Augenblick mal, Pia. Mein Vater raschelte ärgerlich mit der Zeitung. Ich bin von dir ja schon einiges gewohnt. Aber dass du allen Ernstes Heiligabend am 22. feiern willst, das ist doch ein starkes Stück. Meinetwegen kannst du heute Nacht im Wald so viel herumhüpfen, wie du willst, aber ohne mich. Mein lieber großer Bruder Georg, Tante Pia schaute ihn streng an. Es geht nicht darum, dass ich irgendetwas Verrücktes im Wald anstellen will, sondern dass wir gemeinsam etwas Wunderbares erleben. Ein Weihnachtsfest, das wir niemals vergessen werden. Es ging dann noch eine Zeit lang hin und her zwischen meiner Tante und meinen Eltern, aber zum Schluss hatte sie es doch geschafft, dass sie einverstanden waren. Mir ist es bis heute vollkommen unverständlich, wie sie das zustande gebracht hat. Man einigte sich darauf, dass die Hauptgeschenke bis zum 24. Dezember warten mussten und dass heute nur eine kleinere Version der Bescherung stattfinden sollte. Ich schwankte hin und her zwischen Begeisterung und Lustlosigkeit. Einerseits fand ich die Idee ja schon toll. Andererseits wollte ich abends aber nicht mehr in die kalte Nacht hinaus. Ich glaube, meine Eltern wollten Tante Pia einen Gefallen tun und hofften, dass sie dann morgen abreisen werde. Gegen 9 Uhr zogen wir los. Dick eingepackt traten wir vor die Haustür. Es schneite nicht mehr, sodass wir bei den klaren Sichtverhältnissen einen wunderbaren Sternenhimmel über uns bestaunen konnten. Da unser Wohngebiet in der Nähe eines bewaldeten Hügels lag, brauchten wir nicht lange zu gehen, um den Weg zu erreichen, der sich weiter oben im Wald verlor. »Was hast du denn in deinem großen Rucksack, Tante Pia?« wollte Chrissy, meine 16-jährige Schwester, wissen, als wir in den Waldweg einbogen. Wir trugen zwar alle Rucksäcke mit unseren Geschenken, aber Tante Pias Gepäck sah dagegen riesig und unförmig aus. »Das wirst du dann schon sehen«, sagte meine Tante leise und fügte hinzu, »seid mal alle still. Hier im Wald kann man die Stille direkt hören.« Wir blieben stehen und lauschten. Es war eigenartig. Der Schnee verschluckte den lauten Lärm der Autos, die weiter unten fuhren. Aber gleichzeitig hörten wir die leisen Geräusche, die seltsamerweise verstärkt wurden. Wenn die Raben, die auf den Schneebäumen oder auf den Schornsteinen saßen, krächzten oder wenn ein Hund in der Ferne bellte. Selbst das Quietschen einer Haustür war hunderte von Metern weit zu hören. Jetzt verstand ich, was Tante Pia meinte, wenn sie sagte, man könne die Stille hören. Schweigend
gingen wir weiter. Und unsere knirschenden Schritte im Wald klangen wie das Geflüster unbekannter Schneewesen, die uns unsichtbar begleiteten. Plötzlich blieb meine Tante stehen und rief: "Hier ist es!" Wir waren auf eine kleine Lichtung gelangt, vielleicht 10 Meter im Durchmesser, und sahen uns um. Ein paar zugeschneite Baumstümpfe konnten wir erkennen, und zwischen den Eichen und Buchen standen Tannen. War es vorher schon windstill gewesen, so hing jetzt auf dieser Lichtung der Wind in den Bäumen fest, so als ruhe er sich aus. Tante Pia hatte ihren Rucksack abgenommen, breitete eine kleine Decke auf dem Schnee aus und legte Kerzen und Kerzenhalter, Glaskugeln, Strohsterne und kleine Engel aus Messing darauf. "Los, kommt, helft mir, den Baum zu schmücken." Der Baum, den sie ausgesucht hatte, eine Tanne oder Föhre, ragte ein wenig in die Lichtung hinein und war schätzungsweise über 2 Meter groß. Ich weiß das deshalb noch genau, weil mein Vater sich auf Zehenspitzen stellen musste, um einen Strohstern ganz oben anzubringen. Das Schmücken war im Nu geschehen. "So, jetzt zünde ich die Kerzen an und dann gibt es heißen Zitronentee oder Glühwein aus den Thermoskannen", sagte Tante Pia. Sie hatte wirklich an alles gedacht. Als wir nachher mit unseren heißen Bechern um den leuchtenden Baum standen und den flackernden Lichtern zusahen, der Wind hatte sich wohl inzwischen genügend ausgeruht, brachten wir kein Wort heraus. Es war alles so ungewohnt vertraut. Anders kann ich es heute nicht ausdrücken. Neben einem Weihnachtsbaum zu stehen, dessen Kerzen brennen, war ein vertrautes Bild. Aber alles andere darum herum war neu und aufregend frisch, als hätten wir gerade den Weihnachtsbaum erfunden. Nachdem wir Tee und Glühwein getrunken hatten, blieben wir immer noch stehen und starrten den Baum an, als sei er wie durch ein Wunder so aus dem Boden gewachsen. Und obwohl die Kälte wieder anfing, ihre kühlen Finger nach uns auszustrecken, gingen wir nicht auseinander. Tante Pia räusperte sich. "So, jetzt können wir eigentlich ein Lied singen, vielleicht O du Fröhliche. Und Harry liest ein paar Verse aus der Weihnachtsgeschichte vor. Ich habe die Bibel dabei." Sie nannte mich immer Harry, obwohl ich gar nicht so heiße. Mein Vater meinte, das hinge mit einem ihrer verflossenen Liebhaber zusammen. Tatsächlich brachte uns Tante Pia dazu, das Lied zu singen, von dem wir nur die erste Strophe kannten. Aber meine andere Schwester Manu konnte noch 2 weitere. Dann musste ich mich noch näher an den Baum stellen und Tante Pia drückte mir eine große Bibel in die Hand, die schon an der richtigen Stelle aufgeschlagen war, und ich fing an zu lesen. Es begab sich aber zu der Zeit, als ich fertig war, entstand eine Stille, in die hinein meine Tante sagte: "Und nun könnte doch mein großer Bruder Georg ein kleines Gebet sprechen, bevor wir unsere Geschenke verteilen." Was? Ich?" Mein Vater schaute überrascht auf. "Ja, warum denn nicht? Ein Gebet gehört nun mal dazu." "Ich kann nicht beten", stellte mein Vater fest. "Quatsch! Beten kann jeder. Also ich kann nur ein Tischgebet sprechen. Aber das passt ja wohl nicht hierher." Es wurde still. Tante Pia schien nachzudenken. "Gut", seufzte sie. "Dann werde ich also selber beten müssen." Wir falteten die Hände, schlossen die Augen und Tante Pia betete. Ich habe sie vorher und nachher nie mehr beten hören. Es war wirklich das einzige Gebet, das sie laut von sich gab, aber ich habe es nie vergessen. Es war wie ein Wunder, weil es in mir etwas verändert hat, das bis heute anhält. Manchmal, wenn ich mich frage, ob es Gott überhaupt gibt oder ob wir nicht in einem Zufallsgenerator sitzen und unser ganzes Leben ein einziger Irrsinn ist, fällt mir Tante Pias Gebet wieder ein. Es waren nicht so sehr die Worte, die bekomme ich nur noch ungefähr hin, sondern es war ihre ernsthafte Stimme, die einen so vertraulichen Ton enthielt, dass ich unwillkürlich dachte, Gott selbst stünde hinter einer Tanne.
Tja, fing meine Tante ihr Gebet an. Da stehen wir nun, Gott, mitten im Wald und feiern Weihnachten. Und ich finde es herrlich, dass es Schnee gibt und Bäume, Kerzen und eine Streichholzschachtel und den ganzen anderen Weihnachtskram. Sie machte eine Pause nach dieser Einleitung. Ich blinzelte kurz in ihre Richtung und erschrak. Meine Tante hielt nicht etwa wie wir den Kopf gesenkt und hatte nicht wie wir die Hände gefaltet, sondern stand breitbeinig da, hatte die Arme vor der Brust verschränkt und schaute in den Himmel, als ob Gott da oben zwischen den Sternen sitzen würde. Schnell schloss ich wieder die Augen und hörte der Stimme meiner Tante zu. Ja, fast hätte ich's vergessen, Gott. Wir feiern ja Weihnachten, weil ein Kind geboren wurde, das für uns wichtig ist. Es wird Gottes Sohn genannt, aber bis heute steige ich da nicht durch, wie das zusammenhängen soll. Entschuldige bitte. Aber jedenfalls hat dein Sohn eine Menge guter Sachen gesagt und getan. Er war ein prima Kerl und es ist eine Schande, dass man ihn umgebracht hat. Ich hörte meinen Vater räuspern, dem das Gebet ein bisschen zu weit ging. Na gut, Gott, fuhr Tante Pia fort. Ich will mich damit jetzt nicht aufhalten. Vielen Dank, dass dein Sohn auf diese Welt gekommen ist, trotz dieser idiotischen Umstände. Da werden seine Eltern kurz vor der Geburt auf die Reise geschickt, nur weil so ein bornierter Kaiser etwas Klarheit in seine Steuerkasse schaffen will. Das hätte ja nun doch nicht sein müssen. Meine Schwestern schauten sich verstohlen an und wussten nicht, ob sie lachen oder es nur peinlich finden sollten. Aber Tante Pia schien das nicht zu merken. Sie war völlig in ihr Gebet vertieft. Also ich kann nur hoffen, Gott, dass all diese schlimmen Zustände, die in dieser Welt immer noch herrschen, irgendwann einmal aufhören und endlich Frieden wird. Das haben die Engel an Weihnachten doch schließlich gesungen, oder? Tante Pia schien auf einen unhörbaren Einwand zu warten. Ich wünsche mir jedenfalls von dir, Gott, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass solche Zustände nicht überhand nehmen. Und ich wünsche mir, dass du nicht so stumm und still im Himmel herumhängst, sondern ab und zu mal dazwischenfährst, wenn irgendwelche eingebildeten Säcke hier auf der Erde Unsinn machen. Aber ich mach mal Schluss. Danke für alles. Und ich gehe davon aus, dass es dich immer noch gibt. Also dann, frohe Weihnachten, Gott. Amen. Wir brummten undeutlich unser Amen und blickten uns an. Ich spüre es heute noch, dass nach diesem etwas ungewöhnlichen Gebet sich in der Luft etwas verändert hatte. Es fühlte sich an, als wäre jemand Großes durch unseren Halbkreis gegangen und hätte auf unsere Köpfe Konfetti gestreut. Und diese winterliche Konfettifreude ist nie mehr ganz aus meinem Leben verschwunden. Sie ist zwar verdeckt und gelegentlich überschrien worden, und ich habe sie mit grellen Bildern immer wieder verhängt, aber ich wusste, dass sie da ist. Es ist diese Freude über Gott, über die Gegenwart eines Freundes, der einem auf die Schultern klopft und sagt, lieber Harry, es wird nicht so schlimm werden, wie du glaubst. Ich bin ja da. Der heilige Abend, zwei Tage später, kam mir dann eher wie eine Art Nachfeier vor. Das war die Geschichte Tante Pia von Albrecht Gralle aus diesem wunderschönen Buch Weihnachtswundernacht, Band 5 aus dem Brenno Verlag, das es zum Beispiel für Frankfurter auch in der Alpha-Buchhandlung zu kaufen gibt. Und wenn ihr wissen wollt, wo es diesen wunderbaren Weihnachtsengel zum Beispiel aus Glas, der am Anfang durch das Bild geschwebt ist, zu kaufen gibt, dann kann ich es euch gerne sagen. In Neu-Isenburg, in der Nähe von Frankfurt, gibt es einen Weihnachtsmarkt, auf dem meine Freundin Angelika Richter diese selbstgemachten Weihnachtsengel, selbstgemachte Glaskreuze, selbstgemachte Glasspiegel und Gesundheitspralinen und Chutneys und dergleichen mehr verkauft. Heute
Nachmittag und morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag zwischen 15 und 20 Uhr werde auch ich irgendwann da in Neu-Isenburg auf dem Weihnachtsmarkt sein und mir ein paar solche Sachen kaufen. Bleibt mir nichts weiter übrig, als euch einen wunderbaren Samstag zu wünschen. Erzählt niemandem irgendwas vom Pferd, sondern sprecht Wahrheit, Hoffnung und lasst das Licht leuchten. Prost, bis morgen.